Ja, hallo. Da sind wir mit der deutschen Ausgabe von der Wisdom Factory. Und das machen wir auch als Online-Salon des Integralen Forums. Heute spreche ich mit jemand ganz Besonderem. Und zwar wohnt sie ganz, ganz weit fort, und zwar in Brasilien. Und trotzdem reden wir Deutsch. Wir werden dann rausfinden, warum wir Deutsch reden. Und wir möchten einfach ein bisschen durch ihren Werdegang gehen, der auch Bücher von Ken Wilber mit einschließt. Und wir haben uns kennengelernt in der integralen Community. Da wissen ja alle über Otto Sharma Bescheid. Die Theorie U, die kennt ja so ziemlich jeder. Da war letzthin ein, ich glaube, 14 Wochen langer Kurs. Und der nannte sich Gaia. Und da haben wir uns in einer Breakout Group kennengelernt. Und ich fand dich, liebe Laïs Cosermelli, ist dein Name. Ich fand es total interessant und wollte gerne noch ein bisschen mit dir sprechen. Und als ich dann hörte, du kannst sogar Deutsch, da dachte ich, Mann, das machen wir doch jetzt. Okay, dann gebe ich rüber zu dir und du kannst ein bisschen was über dich erzählen und vor allen Dingen, warum du Deutsch kannst, ja. Und dann wollte man noch zu den Zuschauern sagen, wenn hin und wieder mal ein Wort auf Englisch rauskommt, sogar bei mir, ne, weil ich manchmal auch nicht so ganz zwischen den Sprachen unterscheiden kann, dann habt ein bisschen Nachsicht. Wir werden versuchen, das alles auf Deutsch hinzukriegen. Okay? Vielen Dank, Heidi. Das ist super, super schön, dass wir zusammenreden. Das ist für mich eine Herausforderung, auf Deutsch zu sprechen und dann versuche ich mein Bestes zu bringen. Und wenn das zu schwierig ist, dann versuchen wir mal auf Englisch ein paar Worte. Das kann auch sein. So, ja, warum habe ich Deutsch gelernt? Ich habe erst in Holland gewohnt für ein Jahr als Student. Und danach, nach 10 Jahren, bin ich nach Deutschland gegangen durch ein Projekt in Stuttgart, weil ich in einer deutschen Firma arbeite. Bis jetzt, das ist schon seit 20 Jahren, dass ich in einer deutschen Firma arbeite und die letzten 7 Jahre in Personalabteilung. So. Und letztes Mal in 2017 habe ich in der Schweiz gewohnt, auch mit einem Projekt über kulturelle Transformation von ganz hierarchischer Organisation und Struktur zum ein mehr Netzwerk und nicht so. So wie eine traditionelle Organisation. Das war die Idee. Super große Herausforderung, aber ja, Deutsch, dort habe ich noch ein bisschen weitergegangen mit der Sprache. Aber Schweizerdeutsch, das war ein bisschen anders. Aber gut, ich habe auch ein bisschen auch verbessert. So. Ja, Schweizerdeutsch ist ganz anders und Holländisch ist auch noch mal anders. Ich kann beide Sprachen nicht wirklich verstehen, wenn es Dialekt ist. Also das ist wirklich eine Leistung. Du sprichst als Muttersprache Portugiesisch. Portugiesisch, ja. Und dann kannst du Deutsch, dann kannst du Englisch. Was Wow, noch? Spanisch auch. Auch Spanisch, okay. Ja, und ich kann sehr gut Holländisch verstehen. Ja. Aber jetzt, wenn ich Holländisch spreche, das kommt immer die deutschen Worte, weil sie sind ganz ähnlich. Ja. Darum, aber wenn ich zum Beispiel Fernsehen, dann kann ich super gut Holländisch verstehen. Das ist interessant. Es Klasse. bleibt noch irgendwo im Kopf. Ich weiß es nicht. So. Bei mir klingelt gerade das Telefon. Ich würde dich aber fragen, noch ein bisschen zu erzählen, was du studiert hast. Ja, okay. Super. Jetzt ich mache eine Master's Degree in Transpersonal Psychology, Consciousness and Spirituality. Ich bin jetzt in mein zweit, ich habe jetzt fertig, ich bin jetzt fertig mit meinem zweiten Jahre und ich habe ganz tief studiert über Transpersonal und auch Integral Psychologie. Und ja, ich sage tief, weil ich habe ganz viel gelesen und ganz viel gearbeitet, aber
jeden Tag, ich denke, es gibt noch mehr zum Lernen, gibt es noch mehr zum Sehen über das gesamte Verständnis, was bedeutet diese verschiedene Dimension. Das ist nicht nur die intellektuelle Dimension, aber physical, emotional und relationship und dann sicherlich kognitiv. Ja. Relationship versteht man zwar auf Deutsch, aber es geht um die Beziehungen. Ne? Das wäre das Wort auf Deutsch. Mhm. Ja, zum Ende, es gibt Körper und Mind auf Deutsch. Ja, man kann vielleicht Mind sagen. Wir würden sagen der Kopf. Okay, das kann sein. Und dann Herz sicherlich und die gesamte emotionelle Dimension und die Beziehung, weil das ist über was ist meine Beziehung mit den anderen Personen und sicherlich mit Natur und gesamte Environment. Das meine ich. Ja. Ja. Wir könnten mal zwei Sachen besprechen. Das eine, was du kurz im Vorgespräch gesagt hast, dass integral oft so verstanden wird, und ich habe das ja auch erlebt, dass man hauptsächlich im Kopf ist, hauptsächlich Theorien und so, und dass du das Empfinden hast, dass das nicht genug ist. Vielleicht magst du darüber ein bisschen was erzählen? Super, das ist super. Weil für ganz viele Jahre, ich habe ein paar Bücher gelesen, auch über Meditation zum Beispiel, finde ich immer so interessant. Aber das war nur mein Kopf. Das war 100% intellektuell und immer zu Sachen super schön. Und wenn ich angefangen habe mit einer ganz disziplinierten Meditation Übung, jeden Tag minimal 20 Minuten, und dann ich habe die Verständnis, was bedeutet, was ich gelesen habe. Und das kommt ein ganz neues Erfahrung, weil dann die Körper ist nicht nur eine Dimension, aber ich kann das 100% in meinem Körper fühlen. Was bedeutet das? Und nicht zum Wörter, aber etwas beyond Wörter. Und darüber hinaus. Darüber hinaus, sagt man. Darüber hinaus, ja. Aber noch einmal, das ist durch die spirituelle Dimension. Und zum Beispiel, ich mache Yoga. Heute Morgen habe ich Yoga gemacht, zum Beispiel 3-mal pro Woche. Und auch mein Verständnis ist, das ist nicht nur Körper, aber auch Kopf und auch die Energie mit den verschiedenen Sadhana zum Beispiel. Ich kann sehr gut dieses Gefühl. Es gibt ein Platz in meinem Körper. Sie sind rigid. Steif, ja. Und dort muss ich noch mehr Liebe, noch mehr Compassion geben. Und früher, ich habe immer die Gedanken, nein, du musst noch stärker sein, du musst noch stärker mit mein Selbst. Aber das funktioniert nicht sehr gut. Was sehr gut funktioniert, ist Liebe und Compassion. Compassion auf Deutsch. Mitgefühl. Compassion finde ich ein super schönes Wort, yeah. Weil das bedeutet, ich fühle mit dich und ja, ich habe dich in Armung und so wie ein Baby. Genau. Und das ist wichtig, weil das ist sehr oft, dass wir auch im Leben, wir lernen, zu stark zu sein und arbeiten und Geld noch verdienen und sehr automatisch im Leben zu gehen, aber ich habe jetzt gelernt mit Practice, das kann nicht nur mit diesem rational und so stark mit mein Selbst zu sein. Ja, das ist jetzt spannend für mich. Ich frage mich jetzt, ist das die Prägung, dass du so viel im deutschsprachigen Raum unterwegs warst oder in Europa?
Oder ist das auch in eurer Kultur? Es interessiert mich, weil von Brasilien, da sieht man ja immer Samba und alles Mögliche und man denkt, wir haben ein ganz anderes Lebensgefühl. Und wenn du mir jetzt als Brasilianerin sagst, du bist auch so gewesen, einfach nur immer Leistung und komm, das hast du wieder falsch gemacht, ja, und noch mehr und noch mehr. Wie ist das in der Kultur in dem Land? Ja, wunderbar, das ist eine super interessante Frage. Ja, ich denke bis zum 35 Jahre, ich bin jetzt 45 Jahre alt, ich war total durch die Gedanken, einfach arbeiten und lernen und nicht nur Geld zu verdienen, aber einfach ganz automatisch im Leben zu gehen. Und ich denke, das kommt nicht von meiner Familie, aber das kommt von mich selbst. Ich möchte gerne ein besseres Leben zu haben. Und danach, ich habe auch gelernt mit viel Selbstarbeiten. Das war wegen auch, ich möchte auch Liebe bekommen von meiner Familie. Und als Kind, ich habe in meinem Kopf, wenn ich viel arbeite, vielleicht ich kann mir Liebe von meinem Vater und Mutter bekommen. Aber ich habe jetzt das gelernt. Und dann ich habe das ganze Leben so viel gearbeitet, aber einfach ich habe für Liebe gesucht. Genau, genau, das machen wir ja oft, nicht? Dass wir denken, wir werden dafür geliebt, was wir tun und nicht dafür, was wir sind. Es stimmt. Und ja. Danach ich habe gelernt, nein, du musst nicht so viel zu tun, weil du kannst du selbst Liebe geben und Liebe und Mitgefühl, Compassion. Ja. Und dann, das ist alles in Ordnung. Weil dein Vater und Mutter, sie sind so, aber sie geben auch Liebe, aber in verschiedenen, in different ways. Ja, auf verschiedene Art und Weise. Mhm. Verschiedene Art und Weise. Oder auf eine andere Art und Weise als die, die du gerne hättest, ne? Ja, es stimmt. Aber das war nicht einfach, diese gesamte Awareness. Jetzt, ich weiß es. Mhm. Aber ich wusste das nicht. Aber ich bin froh, dass jetzt ich weiß, was passiert mit meinen Gedanken und Körper auch. Und ich fühle jetzt ganz relaxed. Entspannt. 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 Mhm. Ja. Ja, und es ist trotzdem nochmal die Frage, ich meine, dass wir in Deutschland so pflichtbewusst und tun und machen und hoffen für das, was wir leisten, gelebt zu werden, das ist ja ein kulturelles Phänomen. Ich wollte nochmal wissen, ob das bei euch, ob du da, sagen wir mal, eine von wenigen bist oder ist das auch in der Kultur verankert? Wir stellen uns, wie gesagt, vor, dass Brasilianer also immer viel feiern und tanzen und gar nicht so mehr im Sein sind als im Tun. Ja, so vielleicht so wie der Italienische, das kann auch sein. Ich habe auch oft von Domenico Di Masi auch viel. Okay, er ist ein Autor von italienischer Philosopher. Mhm. Aber ich muss sagen, das kommt darauf an. Es gibt die Leute, die sagen, ich möchte ein besseres Leben zu haben. Und ich brauche mehr Geld, weil unsere politische Struktur ist nicht gut, ist nicht mature. Reif. Reif, ja. Reif. Mhm. Gut. Und dann, wir brauchen mehr Geld zum Schule und Health. Und das kommt okay. Nicht einfach von Government. Vom Staat, ja. Mhm. Vom Staat, stimmt. So, es gibt ein paar Leute einfach, ich bin auch von dieser Gedanken und Generation, die sagen, okay, ich muss Geld verdienen und viel arbeiten und dann ich gehe einfach nicht so viel um sein, aber viel um tun. Mhm. Ja. Okay.
Und dann jetzt kommt die verbindende Frage dazu. Was hat es bewirkt dann vor 10 Jahren, dass du plötzlich gemerkt hast, es geht so nicht weiter? Das ist zwar recht und schön, aber es ist nur ein Teil des Lebens und der andere Teil des Lebens wäre ganz gut, wenn man den auch leben würde. Ja, oh, das war ein spirituelles Awakening, ein Dark Night of the Soul, wir Ja, können die das dunkle sagen. Nacht der Seele. Ja, weil ich war getrennt von meinem Mann mit einem Baby von 1 Jahre alt. So, von einem Tage zu einem anderen, ich war eine Mutter alleine mit einem Kind. Und dieses gesamte Bild von einem sehr Erfolgreich, erfolgreich. erfolgreich, oh, das kann ich, erfolgreich Frau mit einer schönen Familie, mit einem Kind. Und dann das Bild kommt einfach durch, es gibt kein Bild mehr. Ich bin einfach eine Frau alleine, wie kann ich das tun? Das war super schwierig, weil ich könnte das nicht akzeptieren, weil das kommt viel von meinem Ego zu sagen, ich bin perfekt, Ja. mein Leben ist perfekt und jetzt, wer bin ich? Ich bin alleine. Und ja, dann kommt die gesamte neue Geschichte und dann ich bin ganz, ganz tief in mein Herz. Und jetzt mit ganz viel mehr Verständnis über mein psychologische auch Patterns, Muster. Muster, was ich im Leben gelernt habe, meine Beziehung mit der Familie und dann ich bin auch ganz tief mit, von beides, das muss ich sagen, das finde ich wichtig. Mit Therapie und so weiter, um tief zu gehen von Verständnis. Und auch mit viel Meditation und ganz tief durch die spirituelle Awakening. Beides zusammen, nicht nur eins. Und das kommt auch durch die integrale Verständnis. Wollte ich gerade sagen, das ist ja im Grunde die Leistung von Ken Wilber, dass er gesagt hat, eins allein geht nicht, wir brauchen beides, nicht? Ja. Das meine ich. Und dann, ich kann sicherlich sagen, ich habe es für meinen Körper, mein Herz und Kopf gelernt. Das ist toll. Ja, das ist nicht nur eine Dimension. Dann, das ist nicht eine Bilanz. Wir brauchen diese Bilanz und wir brauchen Disziplin. Und dort bin ich dankbar für meine disziplinierte Mentalität. Weil für Meditation zum Beispiel, vielleicht heute, ja, heute mache ich Meditation, ich habe Zeit. Aber morgen, nach einer Woche, ist nicht, ich habe es Zeit, ich mache es, Punkt. Ich mache es jeden Tag. Weil ich habe das schon verstanden, dass das bringt ein ganz neues Perception, Wahrnehmung. Wahrnehmung von Realität. Und dann ich brauche Disziplin, auch für Yoga, auch für Lernen. Und das hattest du ja vorher mitgebracht und jetzt kannst du es anwenden auf was Gutes für dich, nicht? Es stimmt. Weil ich frage meinen Körper, das ist so, das ist die Disziplin zusammen mit Liebe. Ich kann Liebe sagen, weil ich frage meinen Körper, wir machen jetzt. Das ist mit ganz viel mehr Liebe und Gentleness, being gentle. Ja, Sanftheit, sagen wir mal. Ja, Sanftheit kann man sagen. Saft. Ja, das ist nicht nur du jetzt Meditation, so wie. Ich kenne das so gut. Ich kenne das so gut. Ja, ich war so und dann ich habe es gelernt, aber jeden Tag, das ist jeden Moment, noch ein Punkt, jetzt, nicht so hart,
nicht so hart. Das muss ich, ich denke, all my life. Das mein ganzes Leben? Mein ganzes Leben muss ich immer diese Achtung, Attention. Ja, aufpassen darauf. Ich muss das immer aufpassen. Nicht so hart, langsam. Was ist dein Gefühl? Was sagt dein Herz? Das finde ich gut. Was sagt dein Herz jetzt? Was sagt deine Intuition? Und dann gehe ich. Wunderbar. Was ich finde, was du damit ausdrückst, das sagte ich auch, als wir uns Englisch schon mal unterhalten haben, das ist eigentlich der Feminine Approach, also der feminine Ansatz, der feminine Lebensweise wäre es. Ja? Und die maskuline Lebensweise ist die andere, jetzt machen, 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 machen. Und in der Vergangenheit haben wir halt das eine übertrieben und dann gibt es halt auch Frauen, die übertreiben das andere, also nicht nur Frauen. Aber, ne? Und jetzt geht es darum, das zusammenzubringen. Und was du beschrieben hast, ist eigentlich wunderbar, weil du beschreibst, wie du das eine ganz konsequent durchziehen kannst, so das Maskuline, und trotzdem weich sein kannst und mitfühlen kannst, das ist mir das Feminine, und dass du das verbinden kannst in deinem Leben. Das ist wunderbar. Super, interessant. Ja, und das ist im Grunde ein Vorbild, wie wir in der Integral Community, wie wir eigentlich, wo wir hinkommen wollen, könnten, sollten, wollten, müssten, was auch immer. Ja. Und wir Frauen, gerade auch, wir machen ja Frauengruppen in der deutschsprachigen Gemeinde, das klingt wie Kirche, ist nicht Kirche, in den deutschsprachigen Gruppen versuchen wir ja da mehr drauf hinzuarbeiten, nicht, dass das mehr integriert wird. Aber ich muss sagen, Männer mittlerweile sind schon auch mit auf dem Boot. Es ist nur noch selten, dass noch einer so schnurstracks geradeaus versucht, sich durchzusetzen. In unseren Kreisen, wie man so schön sagt. Mhm. Ja, und für mich, das geht immer durch Energie, weil das ist die Energie. Welche Energie bringst du zu dieser Situation? Weil, wenn ich sage Liebe, ich meine, dein Herz ist auch da, aber auch ganz klar und direkt mit dem Herz. Genau. Das finde ich die nicht Lösung. Was ist gemischt? Das ist Präsenz. Und das ist, ich bin da. Mhm. Und nicht einfach, weil dieser gesamte Zack, 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 das sagt auch der Deutsche. Yeah. Das ist Zack, 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 okay, ich habe es gemacht, aber bist du da? Bist du da? Kannst du das fühlen? Yeah. Kannst du jetzt die Energie fühlen? Wie geht es jetzt? Diese Energie in dem Raum. Kannst du das fühlen und dann etwas sagen und dann etwas tun? Genau. Und das ist die Herausforderung für alle Menschen unserer Zeit, denke ich. Nicht, dass wir nur tun, sondern dass wir auch mit dem Herz dabei sind. Nicht? Und gerade in der Situation, in der wir sind, dann es ist so schwierig, weil da ist so viel Ärger und da ist so viel Righteousness, wie sagt man auf Deutsch, so viel, ich weiß es besser und du weißt gar nichts. Und das ist nicht unbedingt mit dem Herzen. Ne? Das ist nur Opinion, das ist nur Meinungsaustausch und Kampf. So ich viel Kampf. Ne? Und der Kampf findet eigentlich nicht im Herzen statt. Nein. Das kommt nicht von Herz, weil das kommt immer von Kopf und Kopf ist linear, ist Punkt A zum Punkt B, ist linear. Und etwas Neues, kreativ zu bringen, dann brauchen wir den U oder in Anthroposophie von Rudolf Steiner, wir brauchen Movement. Das ist nicht linear. Wir brauchen Kurve. Dann fühlen wir, nur wenn Kurven gibt. Ja. Ja.
Wunderbar. Und das hat dich dazu bewogen, jetzt, dass du jetzt transpersonale Psychologie nochmal dazu studierst, neben deinem Beruf, den du ja Ja. weitermachst, neben deinem Mutterdasein? Ja. Ja, wir haben ein bisschen darüber gesprochen. Das ist eine große Herausforderung. Und noch einmal, das kommt noch einmal die Struktur, Disziplin und auch Offenheit zu sagen, was in diesem bestimmten Moment, was ist what's the calling? Ja, was ist der Ruf? Was ist denn Was Ruf ruft für mich? mich? Ja, Was genau. ruft mich in diesem bestimmten Moment? Weil eine Sache ist, ich habe meinen Tag geplant, super, das gibt es, aber dann vielleicht ich muss meine Agenda wegschmeißen oder einfach sagen, nicht jetzt, und dann bringe ich etwas Neues. Und diese Flexibilität, das kommt auch von Herz, zu sagen, okay, ich kann eine neue Agenda zum bringen. Und das ist nicht, dass ich mache es nicht procrastinating. Ja, ist nicht, dass du festsetzt oder es nicht machen möchtest, sondern du änderst nur den Plan. Ja, aber das braucht Flexibilität. In Ja. Vergangenheit, das könnte ich nicht machen, weil ich habe dieses schlechte Gefühl. Nein, ich habe eine Agenda. Ich muss das einfach tun. Genau, den Plan vollfüllen. Bitteschön. Ja, genau. Und jetzt sage ich, okay, ich kann das sehen. Das hat nicht funktioniert, weil das Leben ruft mich für etwas anders. Und das ist okay. Das ist eine Intelligenz. Das ist eine Intelligenz zu hören, sagen, okay, let go, let come. Noch einmal U-Theorie. Und dann danach gucken wir mal. Was gibt es? Was ist wichtig jetzt? Genau, ganz genau. Ja, da wollen wir hin. Ich sehe das auch für mich, aber ich bin oft noch in, das musst du tun, ja? Ich bin aber auch schon besser geworden in all den Jahren. Ja, die Telefons haben es heute, gell? Ja, Entschuldigung. Ja, bei mir ruft fast keiner an, aber wahrscheinlich war das Kuriere, also der irgendein Päckchen bringt, aber muss das morgen bringen. Ja, so, ich denke, ich muss mit jemand hier sprechen. Entschuldigung. Okay, dann machen wir mal die Recording zu Ende oder eine Pause. Ja, da sind wir wieder. Gut, ich wollte dich nämlich noch ein paar Sachen fragen. Das eine ist, was hat das dann jetzt eine Auswirkung auf deinen Beruf? Also du sagst, du arbeitest in Human Resources, wie man ja auf Neudeutsch auch sagt, also in der Personalabteilung, das stellt man sich eigentlich fürchterlich vor, dass dann du die Leute einlädst zu einem Interview und dann kommen die alle an und haben Angst und irgend so. Ja, so. Wie tut sich diese Erkenntnis des Lebens auf deinen Beruf ausüben? Ja, das ist auch eine Herausforderung, weil wenn ich tiefer gehe und lerne und dann ich sehe auch mein Selbst in ein ganz anderes Role. Ich versuche es, ich sehe jetzt die Leute in Arbeit nicht durch die Augen von gut oder schlecht, aber was ist das Potenzial? Was ist der Menschenpotenzial und wie kann ich dir helfen? So viel mehr als in Beziehung mit den Leuten und auch sicherlich mit Coaching und mit Mentoring, ein paar Fragen, dass die Leute auch besser sein könnte, nicht nur professionell, weil das ist auch ein Problem. Ich kann nicht nur von der professionellen Dimension sehen, weil das ist eine Person und eine Person ist auch integral. Ich kann nicht nur für ein
Fernste zu sehen. Das ist viel mehr. Und ich muss sagen, das ist eine große Herausforderung in Organisationen, die mehr traditionell sind. Und mit dem Prozess von HR, von Personalabteilung, sie sind mehr in verschiedenen Kisten. Und dann, das kommt auch mit den Ideen, wenn jemand ein gut Performer ist und ein nicht so gut Performer ist. Und ich verstehe das. Und auch, es gibt auch Situationen, das ist auch ist die beste Lösung, dass die Person ist nicht mehr bei uns zum Beispiel. Mhm. Aber was denke ich von meinem Herz? Das ist auch nicht gut für die Person, um dort zu sein. Mhm. Das ist immer die beste Lösung für beides. Aber zum Ende, was ich sagen möchte, ist, das ist nicht nur, was wir sehen, aber die Potenzial, das ist für alle von uns. Was ist die Potenzial, ist super groß. Ja, ja. So, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, du siehst jemanden, der arbeiten will in deinem Betrieb und du musst ihn interviewen, das siehst du nicht nur, wie gut er die Arbeit machen könnte, er oder sie, sondern was für ein Mensch dahinter steckt. Könnte das dann auch sein, dass jemand super gut professionell ist, aber ein Arschloch, ja? Und was, wie würdest du da entscheiden? Ja, yeah, Heidi, es gibt es. Und dann interessant, weil was mache ich? Ich verstehe, ich bin nicht alleine, ich bin ein Teil von einem System. Yeah. Ja. Und was ist die beste Lösung für das System und auch von den Gedanken von den verschiedenen Leuten in dem System? Weil wenn ich zu viel mit meinem Kopf bin, was ich denke, vielleicht das ist nicht in Resonanz mit dem gesamten System. Mhm. Und dann, wenn wir eine Entscheidung treffen müssen, und dann, das kommt immer von den verschiedenen Leuten, die verschiedenen Führungskräfte, und dann sprechen wir darüber und dann, das kommt meine Rolle, sprechen wir darüber. Ein Dialog, nicht eine Diskussion. Okay. Bei Diskussion, weißt du? Mhm. Diskussion. Ja. In einem Dialog versuche ich ein paar Fragen zu machen. Fragen, dass ich versuche es weiter zu bringen und mit mehr Elemente, neue Elemente im Kopf und nicht nur so wie ein Tunnel, das ist gut oder schlecht, gehen wir weiter oder nicht. Noch einmal, das ist nicht von A zum B, ein Linear, aber was noch können wir hier zusammen lernen mit dieser Situation? Mhm. Das versuche ich zu tun. Was ich da sehe, das bist du auch jemand, der ein Kommunikator mit den anderen Menschen, die Entscheidung treffen müssen. Ja, das stimmt. Mhm. Und wie ist dein Erfolg damit, dass du dann doch deine Einsicht in Menschsein hinüberbringen kannst? Hast du da Verständnis? Findest du da Verständnis und findest du da Unterstützung? Gut. Es kommt darauf an. Ich habe schon super positive Erfahrungen und dann die Leute und Führungskräfte, sie fangen an auch mit einer nicht nur kreativ, aber was verstehe ich über Leute? Das mhm. kommt tiefer und auch breiter. Weiter. Mhm. Aber ich habe auch super schwierige Situationen. Die Leute einfach, sie möchten einfach eine Lösung zu finden, nicht mehr zu sprechen, einfach, das ist, ja. Und so ich gesagt habe, ich bin ein Teil von einem System.
und ich habe meine Mission, meinen Gedanken. Ich komme zur Arbeit mit meinem gesamten Selbst, nicht nur die Professionelle mit einer Rolle. Und ich habe auch verschiedene Erfahrungen gehabt. Und was ist wichtig ist, I keep my integrity. Ich behalte meine Integrität. Ich behalte meine Integrität. Das finde ich wichtig. Zum Ende die Geschichte. Okay, ich habe jetzt gesprochen, was meine Meinung ist und verschiedene Fragen auch gebracht. Und wenn keine Resonanz gibt, ich respektiere ich. Super. Ja, wunderbar. Ja, ist wahrscheinlich auch, was man machen muss, denn man kann ja nicht einfach, du kannst ja nicht genauso versuchen, durchzuschlagen. Ne? Ja. Wenn ich so mache, dann ich mache das gleich. Genau. Gar nichts mehr, ja, genau. Dann es kommt eine Diskussion. Und ich versuche den Dialog, wenn es passiert nicht. Okay, ich verstehe. Aber so wie unterstützen, vielleicht gibt es jemand hier, ich verstehe es. Und dann noch jemand. Und dann vielleicht kommt eine Frage hier. Jemand kommt auch mit dem Herz, nicht nur dem Kopf. Und dann es gibt noch mehr Elemente im System, die besser unterstützen könnte. Dann noch ein Schritt weiter. Genau. Das ist die typische Rolle des Facilitators, nicht? Dass du etwas zur Geburt bringst, Geburtshelfer. Letztendlich. Ja. Stimmt, genau. Genau so. Und jetzt habe ich noch die letzte Frage. Wie siehst du deine Zukunft? Wirst du weiter in dem Beruf sein? Oder wenn du das studiert hast, wenn du dann einen Master hast du davor, was anderes zu machen? Und wie willst du all diese Erfahrungen, all diese Erkenntnisse in dein Leben integrieren? Ich meine, du musst jetzt nicht einen Plan haben, ne? Aber irgendwelche Ideen hast du ja sicher im Kopf. Ich denke, das ist ein ganz organischer Prozess. Ich kann nicht in eine Kiste bleiben, und wenn ich in ein großes System bin mit einer Struktur und auch ein paar Gedanken darüber, so wie in einem Unternehmen, es gibt die Kultur und Gedanken. Und dann ich bin ein Teil des Systems und dann es gibt die verschiedene Kiste und ich muss dort in bleiben. Und ich brauche Freiheit, ich brauche Platz. Und wenn ich sage, das geht so wie ein ganz organischer Prozess, ich sehe mein Selbst mit Leuten arbeiten, die mehr über diese Gedanken oder mehr über diese Consciousness oder integrales Perspektiv von Menschen auch im Herz haben, weil das ist meine Gruppe, meine Natur, und natürlich organische gehe ich auch mit dieser Art von Menschen. Ja. Vielleicht ist noch die allerletzte Frage. Welche Perspektive hast du in deinem Heimatland? Oder meinst du, du müsstest dann wieder nach Deutschland oder nach Schweiz oder nach England oder wo auch immer, um das zu verwirklichen? Jetzt bin ich froh, dass ich in Brasilien bin. Ich möchte mehr über mein Land lernen, auch über Indigenous Leute. Ich möchte auch ein paar Erfahrungen noch haben drinnen in Brasilien mit meiner Kultur. Aber ich bin nicht geschlossen mit der Idee, ich muss immer hier bleiben. Ich bin offen,
mit den verschiedenen Möglichkeiten, dass ich noch mehr machen könnte mit Leuten, die auch offen sind für diese Art von Arbeit, diese Art von Expansion. Ausdehnung, ja. Ja, so sehe ich mich. Ja, wunderbar. Vielleicht treffen wir uns ja dann irgendwann mal auch persönlich. Ja. Bestimmt. Wir wissen das nicht. Wir haben aber ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Auch von der ökonomischen Seite. Ich weiß, das kommt immer besser. Ich weiß, dass ich komme meinen Platz so, wie das sein muss. Mhm. Einfach. Du strahlst es auch aus, diese innere Gewissheit, diese Zuversicht. Das ist sehr schön. Schön. Ja, wunderbar. Dann danke ich dir für dieses Gespräch und wir sprechen weiter. Irgendwann wieder. Ja, und das ich lade dich ein zu den deutschen Gesprächsgruppen. Dann kannst du wieder ein bisschen Deutsch üben. Ja, Entschuldigung, weil es gibt noch ein paar Dinge, die ich vergessen habe. Das war heute eine super schöne Möglichkeit. Ich danke dir. Ja, aber ich fand es ganz toll. Das sind ja ganz wenige Worte, die du nicht wusstest. Ich weiß auf Englisch sicher mehr nicht. Also es ist schwierig, in einer anderen Sprache zu und dass man dann trotzdem das rübergeben kann, was man sagen will. Ich denke wirklich, es hat jeder verstanden, was du rüberbringen willst. Und auch dein Sein hat man sich eröffnen können. Das ist wunderbar. So, danke dann. Ne? Ich Gut. danke dir, Heidi. Wir sprechen noch. Vielen Dank. Ja. Tschüss. Tschüss.